Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Nioh oder Nioh oder Nioh oder keine Ahnung, wie sie das alle immer nennen. Zack, 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 zack. Ah, komm her. Ja, die Folge kommt ein bisschen später. Es tut mir. So. Tut mir dafür leid, ja, aber ändern kann ich es jetzt nicht. Oh, wir werden einfach durchschnetzen können mittlerweile, weil ich ja auf normale Rüstung gelegt habe, auf die grünen Werte halt. Das ist schon ein krasser Unterschied. Na, der Gegner da unten interessiert mich nicht. Wir wollen jetzt mal weiterkommen. So, wir gucken uns wie immer alles an, wenn wir fertig sind. Ach, guck mal, das haben wir gar nicht gelootet letztens. Hä? Echt nicht? Sogar ein Geisterstein, krass. Na gut, haben wir wohl vergessen. Nein, ich wollte Dreieck drücken. So, da hinten waren wir ja schon. Nö, da brauchen wir jetzt nichts. Wir haben ja eigentlich genug Amrita. Oh Gott. Ah, stimmt ja. Wir sind auf der Suche nach Nagasama. Oder Nagasama. Oh. Hup, 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 hup. Hup, hup. LOL. Ja, RIP, ey. Das wird schlecht. Das wird richtig scheiße, ey. Ach, fuck it. Egal. Zack, 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 zack. Ach so, ma, ich vergesse immer, wie man das macht. So, ich muss mal ganz kurz meine Fernbedienung hier finden. Wo ist denn die jetzt hin? Scheiße, meine Fernbedienung ist weg. Wo ist jetzt meine scheiß Fernbedienung hin? Da hinten ist er. So. Ah, ich weiß auch nicht. Irgendwie will sich mein Fernseher mal ausstellen. So. Ich habe keine Ahnung, warum. I don't know. So, komm mal runter da oben. Sehr viel wieder für die Schmiede. Das kann man nicht kaputt machen, okay. Ich hoffe nur, dass meine 10.000 Amrita. Dass sie da nicht irgendwie jetzt wirklich ganz unten liegen, sondern hier oben. Oh, Gott sei Dank, okay. Das Spiel ist da noch gnädig. Komm, stirb doch mal, ey. Oh, da hinten ist sogar schon erweckter Yokai, alles klar. Okay. Ja, die Folge ist übrigens in 30 FPS, damit ihr die schneller bekommt. Ja, ich weiß, wieder Qualitätsminderung. Ich weiß, aber gut. Ja, warte mal, will ich jetzt hinabsteigen eigentlich? Ho, ganz ruhig, ey. Komm, Dreieck. Mach doch. Okay, also die gefallen mir eigentlich schon mehr als die normalen Yokai. Gerade die mit den schnellen Waffen. Gibt's ja auch. Die dicken Yokai, die sind mir nichts. Wir können mal kurz in der Datenbank nachgucken. Geht das? Ne, hier nicht. Irgendwo waren noch Gegner aufgezeichnet.
Oh, guck mal, wir haben 3 Punkte in Agio, krass. Nehmen wir mal Leben, auf jeden Fall. Nahkampfschaden gegen Yokai ist auch gut. Und die... ja, komm. Na, hier haben wir nichts, schade. Ne, Status. Nee. Ich kann nirgendwo meine Dings angucken, oder was? Ich werde mal, kann sich irgendwo die Gegner angucken. Ja, unten gibt es auch noch Zeug, aber... Ist da unten einer? Ne, ist ein Felsen, okay. Aber das gucken wir uns erst später an, wenn wir hier geräumt haben. Der Weg zum Boss ist eigentlich auch gar nicht mehr so lang. Geht eigentlich, aber... Ja. Hier könnten wir eigentlich auch noch versuchen. Aber ich mache jetzt mal den da platt. Ich sag dazu nichts. Ich bin einfach gerade richtig scheiße. Mann, ey. Was ein Müll. Wirklich. Ich hoffe, das Spiel ist nicht zu laut jetzt gerade. Greif doch an, Mann! Ach, Mann. Ui, Pilze kaputt machen. Yay. Ah, muss noch kurz meine Nase kratzen. Ach, so. Und tschüss. War das eigentlich schon immer so, dass die Gegner dann hier nicht mehr respawned sind, die Yokai? Kommt mir irgendwie nicht so vor. Ich bin der Meinung, das war damals nicht so. Ja, der lebt noch, genau. Okay, der lebt. Und tschüss. Wir haben neue Sachen bekommen. Heiliger Pinsel. Ein rituell gereinigter Pinsel, mit dem 30% der von dir bereitgehaltenen Omnio-Gegenstände wiederherstellen kannst. Okay. Er wurde mit heiligem Wasser besetzt, das im Augenblick des Sonnenaufgangs geschöpft wurde. Okay, coole Idee. Also coole Sache eigentlich. So, 19. 21 und ist immer noch im grünen Bereich. Ist sogar leichter. Aber wir müssen mal gucken. Schadensreduktion, Goldbilanz. Sind eigentlich schlechter. Eigentlich sind die schlechter. Die können wir auch eigentlich nehmen. Der ist ja weniger Goldbilanz, aber sind halt dafür in der Verteidigung besser. Wir sind immer noch im grünen Bereich. Nice. Ja gut, da brauchen wir gar nicht nachdenken. So. Speer haben wir neu. Boah. Okay, wir sind doch ganz gut dabei eigentlich. Ich muss mal mein Mikro so ein bisschen weiter runter machen. Und wir haben 6 Dinger, sehe ich gerade. Scheiße. Wusste ich gar nicht. Eine andere Haltung, erfolgreich. Haben wir das nicht schon mit dem Katana? Mach ich mal. Kann eigentlich, wenn das Schwert in der Scheide steckt, das mag ich nicht so sehr. Okay. Okay. Lässt Ki aus deinem Schwert strömen, um in der Nähe befindliche Gegner zu betäuben. Oh, können wir doch mal gucken, wa? Du lässt auf eine Combo einen Hieb folgen und weichst dabei zurück.
Ah, das ist cool, das nehmen wir. Ah, jetzt kommt das. Ja, hier nämlich die Fähigkeitsanpassung. Was haben wir denn da neu? Schwertki? Ne, das ist es nicht. Das ist es, der Schwalbenflügel. Ach, da haben wir den Tritt. Stimmt, wir haben den Tritt auch noch. Der Tritt ist da eigentlich besser. Dann nehmen wir mal R1. R1 plus Kreis halten. Was ist das denn für ein komischer... Während der Verteidigung können wir nichts anderes machen. Ach, das ist für die Mittelhaltung. Okay, für die untere Haltung haben wir da auch was? Ach, da haben wir das. Ah, ich verstehe. Okay, Mittelhaltung ist jetzt... Zack. Und Tiefhaltung ist jetzt... Das geht klar, das geht vollkommen klar, finde ich. Die Richtung. Ich hatte früher Angst vor der Fähigkeitenanpassung, ehrlich gesagt. Ich weiß, die beißt nicht oder so, aber... Und zack. Nee, hey, Moment. Ich habe das gerade versucht. Ja gut, die mittlere Haltung ist gegen die halt echt scheiße. Shinobi-Kiste, was ist das denn? Okay, enthält diverse Ninja-Werkzeuge sogar. Überraschend viele, wenn man bedenkt, wie klein der Behälter ist. Damit kannst du 30% Ninja-Gegenstände herstellen. Und die Locke des jungen Ninja nehmen wir sofort. So, aber wieder da unten. Ach, guck mal, wie viele Dings wir auch haben. Ist es das hier? Ja, 9 Stück haben wir davon. Krass. Schwächetalisman. So, Onmyo-Magie ist also ganz unten irgendwo was Geiles, habe ich gelesen. Jetzt ist das hier? Nee, aber ist gar nicht mal so schlecht. 2 Verteidigung deutlich reduziert. Dafür gerätst du nicht so ins Wanken, oder? Aha. Gegen Gift und Lähmung. Okay, was ist das? Kann 2 Oasen-Talisman bereithalten. Bei Benutzung wird die Gesundheit von Verbündeten in... Okay, das ist doof. Yokai-Schutz plus 100. Nehme ich einfach mal mit. Das ist auch geil eigentlich. Du hältst 2 Maschinen wird Erde herauf, die deine Waffe umgibt. Ah, gut. Blitz herauf, die deine Waffe umgibt. Wind, Wasser und Feuer, genau. Was ist das jetzt hier? Genau, das wird das. Dann würde ich mal sagen, nämlich die Reichweitenerhöhung. Du hältst 2 Kekai-Talismane. Kekai, ja, das kenne ich noch aus Naruto irgendwie. Die erzeugen eine dichte Barriere, die Verunreinigung aus dem Yokai-Reich beseitigt und die... Naja. Ich glaube, ich nehme mal so ein... Hier, die ganzen Schwertdinger. Why not? Jetzt habe ich die alle. Es ist mir eigentlich egal, aber... Ich habe die jetzt einfach mal alle. Vielleicht braucht man die ja später noch, die elementaren Dinge. Ich könnte mal gucken. Das hier ist... Feuer, jawohl. Aber spielen wir mal ein bisschen mit Feuer. Wer hat mich jetzt gesehen? Ach, der hier. Wie ist es denn gegen Yokai? Hier war doch irgendwo ein Yokai. Das war... Da ist einer. Da ist einer. Zack. Bisschen getreten. Hält aber. Ey. So, tschüss. Ich hab da die Reinigung durchgeführt. Irgendeiner wirft da mal was. Von wo denn bitte? Von da oben? Da! Die Sau. Du kleine hässliche. Bam! Lol, der lebt ja noch. Wieder runtergefallen ist. Was ein Lappen, ey. So. Ach lol, hier ist der Leiter kaputt, ich Idiot.
Heilige Asche, kennen wir das schon? Ich glaube auch nicht, ne? Nö. Asche von Holz, das Mönche auf einem heiligen Altar verbrannt haben. Wenn sie auf schützende oder medizinische Gegenstände aufgetragen wird, entfernt und neutralisiert sie unerwünschte Statuseffekte. So ein Allesheiler, alles Allheilmittel quasi. Außer Heilung und... So, also da sind Gegner. Ja, hier ist irgendwo ein Gegner. Ja, okay. War noch ein Tritt, zack. Ja doch, der Tritt ist echt gut eigentlich. Oh, hier ist ein großer Punkt. Das heißt, hier ist was Specialhaftes, glaube ich. Ja, die Viecher. Die kenne ich auch noch. Die geben gute Sachen. Guckt es euch an. Alter! Geiles Zeug und sogar noch ein Kodama. Ey, was machst du unter meinen Schritt? Unmöglich, die Menschen, ey. Oder die Kodamas, besser gesagt. Noch ein neues Magatama. Das war ja das hier. Alter. Yokai-Schutz 26? Joa. Was haben wir noch von Yokai-Alten Amrita? Und Omnioschaden. Angriffskraft belegter Waffen von Yokai-Alten Amrita und Verteidigungseffekte der Magie. Ich hatte Medizinbehälter, ne? Was hatte ich hier? Leben und Feuerschaden. Oh, das ist gut. Deswegen habe ich auch Feuer dabei. Ich bleib mal dabei, weil ich weiß, Yokai-Schutz ist ganz geil und so, aber sich von denen nicht treffen lassen ist ein bisschen besser, würde ich sagen. Okay. Das hier ist jetzt 8 Rüstung weniger. Wiegt auch deutlich weniger, was auch nochmal gut ist, aber hat gute Sachen, glaube ich. Schadensreduktion ist schlecht. Erdschuss haben. Erd statt Wasserschutz. Unbegrenztes Ninjutsu ist besser. Angriff und Verteidigung erhöhen. Kusarigama. Oh, echt? Das ist ja geil. Das ist ein Kusarigama am Schützer. Können wir mal probieren. Ja gut, Zeitbonus für den Jutsu brauche ich jetzt nicht unbedingt. Leben, Durchbruch. Okay, das hat zwar mehr Schadensreduktion. Aber ein mehr Leben, nee, das ist doof. Yamato. Mittelhaltung, Angriffsschaden. Ja, das können wir hier nochmal noch ändern. Ich meine, ich will die Vertrautheit. Lierende Waffen sollte man schon auf Vertrautheit ein bisschen skillen, glaube ich. Das wäre angenehmer. Okay. Gut. Dann haben wir jetzt hier Kusarigama-Time, würde ich sagen. Ich habe ja die Axt. Ach stimmt, ich wollte ja mit der Axt spielen, habe ich ganz vergessen. Die gibt es ja auch noch. Warte mal. Ja, ist auf jeden Fall ganz gut, um die auch wegzuklären in einer schnellen, auf eine schnelle Art und Weise. Ich gehe jetzt aber wieder nochmal ganz kurz nach oben. Weil... da nämlich noch ein Altar ist und falls sie sterben, müssen wir nicht den ganzen Weg hier nochmal machen. Das wäre nämlich echt ein bisschen ätzend. So, den machen wir aber jetzt nicht mit dem Ding, sondern mit dem Schwert. Oder alternativ natürlich auch mit dem Kusarigama. Weil die sind ja jetzt stärker. Wir können es probieren. So, gereinigt, zack. Holy fuck. Der bedrängt mich gerade ein bisschen. Boah, haben wir den platt gemacht oder haben wir den platt gemacht? Holy shit. Okay, gegen den hier will ich auch noch kämpfen. Der hat gute Sachen dabei. Aber erstmal beten. So. Und ein bisschen Level. Wir haben ja 25.000. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Level, das ist gut.
Stärke, Fähigkeit, Geschick wie Magie. Den Geist machen wir auf 10, dann hat er nämlich eine neue Fähigkeit, glaube ich. Magie war für Samurai Fähigkeitspunkte. Und die Omnio-Magie-Kräfte und Kapazität und hast du nicht gesehen. Mach ich auch mal einen Punkt rein, wie vorher, das ist besser. Herz ist für Leben, oder? Ne, Körper war Leben. Stärke war... Äxte... Ah ja. Okay, beeinflusst das Leben und das Gewicht, das du tragen kannst. Hauptsächliche Waffen, Kanonen. Doppelschwerter, Schusswaffen und hier ist Kusarigama. Ja, wofür ist denn jetzt... Ach, Schwerter ist für Herz. Ki ist auch wichtig. Ha. Machen wir das irgendwie so. So, Schutzgeist hat jetzt... Ah, ab 11. Oh, ab 11 hat der einen mehr. Starker Angriff, Ki-Reduktion. Aber Nahkampfschaden gegen Menschen ist schon mal höher. An sich ist Isonade nicht ganz so geil, weil hier sind halt nur Dämonen, ne? So langsam kommen wir halt in die Gebiete, wo nur noch Dämonen sind. Aber warte mal, ich will ja gegen den hier kämpfen. Hä? Moment. Lol, jetzt ist er weg. Oh, scheiße. Ja gut, okay. Boah, das war ganz guter Schaden eigentlich. Nein. Kreis, dankeschön. Hui. So, Leute. Er kommt gar nicht zum Angriff. Komm her. Ja, komm, mach. Oh, 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 oh. Oh, nein, 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 nein. So, zack. Weg mit deinem Arm, mit deinem Bein, alles. Okay. Guck uns natürlich noch weiter um. Ist klar. Oh, fuck. Okay. Ich sollte mal bei dem bei meinem Schwert bleiben, glaube ich. Das macht mehr Sinn. Warte mal, hier hinten ist ja... Ach, guck mal, da ist ja auch noch... Da hinten ist ein ganz gruseliger irgendwie. Ach, come on, als ob, ey. Als ob. So, nehmen wir mal wieder hier... Zack, das Schwert lieber. Ist den Kodama? Nee. Bam! Na, guck mal, der Dicke da. Hey, Mister... Oh, fuck it. Oh, lol. Bist ja wie die Wand. Oh, fuck it. Mein Gott. Zack. Alter, der geht auch ganz gut ab, der Typ. Also den, gegen den will ich nicht normal kämpfen, irgendwie. Ich weiß, da oben ist auch noch ein Gegenstand, aber den lassen wir jetzt einfach mal da. Weil wir müssen uns hier unten auch noch mal umgucken.
Ich hab mich doch geheilt! Ach komm. Wie oft sterbe ich denn hier, ey? Hey, what the fuck? Was war das jetzt gerade? Hm, keine Ahnung. Ich will den Boss wenigstens nochmal zeigen, ja? Da muss ich nicht wirklich groß am Titel hier irgendwie rumfuschen. Oh oh, da kommt der Dicke. Na komm her. Ich mache lieber die untere Stellung, weil... Dafür. Ja, du... Ich habe was gehört. Okay. Ja doch, mit dem Dings ist es leichter hier. Nein, 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 was machst du denn? Mann, William. Oh, kacke, keine Ausdauer mehr. Meine Güte, ey. Manchmal ist William echt ein bisschen anders. Oh, fuck it. Ja, komm her jetzt, ey. Ey. War mir jetzt zu anstrengend. Da ist ja noch so ein dicker. Ach, du heilige Kacke. Scheiße, jetzt habe ich es verkackt mit dem, den Stoß da. Ja, hast du schön gemacht. Zack. Komm. Ah, hier ist er wieder. Guckt euch an. Alles lila. Den nehmen wir. Ja, das war schon mal jetzt easy, die erste Runde. Aua, du Sau, ey. So, und zweite Runde ist auch easy. So, aua. Oh, der... Alter, das glaube ich jetzt nicht. Der hat jetzt wirklich... Lilanes Na... Alter. Ey, das nehme ich sowas von. Das ist sowas von besser. Allein, das nehme ich. Krass. Ja, doch. Wir haben noch mehr neue Sachen. Ja, gut. Ja, okay. Neuen Langbogen, der ist ein bisschen besser. Volltreffer-Bonus gibt es da. Dann nehme ich den noch. Okay, jetzt wird's lustig. Nein, nein. Kann ich... Okay, Chancenverteidigung, Durchbruch, Goldbilanz, Angriffe von hinten. Schaden, ja, macht Sinn. Okay. Ah. Ist eigentlich gar nicht mal so Alter. Boah, da geht's ja wieder in den gelben Bereich, das will ich ja nicht. Warte mal, ist das bei der Maske auch so der Fall? Nee. Oh, ja, auch nicht. Alter, ist aber schon ganz schön viel mehr Gewicht. Krass. Okay, Amrita-Bilanz, unbegrenztes Omnio. Nee, auf gar keinen Fall. Leben, Yokai, Schaden. Schadenverteidigung, Leben, Windschutz. Einfach nö. Brauche ich alles nicht. So, was ist jetzt neu? Die 2. Himurogi-Zweig. Damit kannst du zu deinem Ausgangspunkt zurückkehren, ohne Amrita zu verlieren. Der von einem Heiligenbaum stammende und für Ritual verwendete Zweig enthält göttliche Macht. Ja, das ist quasi ein Heimatknochen. Und Daiyun Jinsake.
okay. Heiliger Reiswein, der den Schutz des Gottes Daijonjin verleiht und so vorübergehend Elementarschaden heilt und verhindert. Daijonjin ist ein Omniogott, der eine der 8 göttlichen Richtungen innehat. Okay. Habe ich jetzt nicht verstanden. Gut. Was nun? Zurückgehen und einmal skillen für die Maske? Oh, wir haben schon wieder hier Fertigkeitspunkte. Ich werde jetzt mein Schwert erst mal ein bisschen aufrüsten. Halte 3 Ge- Okay. Oh, das ist cool. Okay, das mache ich. Das ist cool. Hat was. Hohenhaltung benutze ich erstmal nicht. Okay, mehr gibt's hier noch gar nicht. Da werde ich mal noch bei Kusarigama vorbeischneien. Hohe Haltung benutzt. Obwohl, da war die Hohe Haltung gar nicht mal so scheiße. Hier habe ich auch alles. Okay. Axt. Dann nehmen wir was bei der Axt. Der Hohen Haltung. Gibt's absolut gar nichts gerade. Ah, es liegt daran, weil ich nicht mehr so viel Fähigkeitspunkte habe. Ich sehe schon, ja. Jo. Nee, will ich auch noch sparen. Okay. Oh, hier ist auch noch so einer, ey. Oh. Krass, aber wir wollen ja auch mal weiterkommen, ne? Wow. Was habe ich denn jetzt bitte getrunken? Boah, ich könnte jetzt so einen schönen Header verpassen, aber ich mach das mal nicht. LOL. Okay, gegen 2 Yokai, alles klar. Machen wir, easy peasy. Wie groß denn mein Verhältnis dazu ist, ey. Oh, 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 oh. Fuck it. Noch einer ist tot. Oh, alles klar. Das war doch mal geil. Gegen 2 Yokai. Erstmal hart gewinnen hier. Ich weiß, dass hier noch ein Gegner war. Kleiner Lump, ey. Wir haben schon ganz schön viele neue Sachen, wa? Kann das sein? Lähmungs-Omamori-Anhänger. Alter. Sorry, aber das nehme ich. Das ist weitaus besser. 34, 30. Nee, da wird es auch wieder schwer, glaube ich. Habe ich gerade gesehen. Nee, ich bin nicht. Nee, nee, nee. Okay. Juti, 34 Minuten. Hier ist noch ein Gegner. Oh Gott, das ist doch noch so ein dicker, ey. So. Ja, komm, mach irgendwas.
So langsam habe ich mich ja mal eingespielt hier, ey. Langsam geht's von der Hand. Was ist das denn für eine Medizin? Ups. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. 26, 24. Ich schneide jetzt mal nur mal kurz so vorbei. Das ist auf jeden Fall schlechter. Da. Geheimmedizin hergestellt von dem sagenhaft begabten Dr. Dosan Manase. Stellt dein Leben vollkommen wieder her. Gar nicht mal so übel eigentlich. Die Zeit ist eigentlich schon fast um. Ist hier was? Nö. Ich bin noch nicht. Ich bin noch sicher, wir haben nicht alle Dingens. Nee. So, hier ist jetzt der Boss. Ah ja, genau, diese Nadel. Ja, da bin ich mal gespannt, wie es jetzt wird. Okay. Das ist gar nicht mehr ihre ganzen Angriffe. Aber sieht doch bisher ganz gut aus. Ah, das gab's ja auch noch. Oh, das ist übel. Schlecht sieht die Lady ja nicht aus, ne? Ach, ficken, ey. Nein! Das war jetzt richtig behindert, ey. Das war jetzt scheiße. Mann, geht drauf, dich mag eh keiner. Ah, die ist nicht mal so schwer eigentlich, die gute, ne? Hier ist noch eine Höhle. Wusste ich gar nicht, dass da noch eine Höhle ist. Jetzt hier einfach durchrennen. Zack, zack, zack. So. Das wird automatisch übersprungen, keine Sorge. Meins. Fuck it, ey. Vorausdauer. Scheiße. Oh, fuck it. Aua! Leute, was? Was war das denn jetzt? Das
Seit wann schießt sie so eine Nadel in? What the f. Okay. Ist mir damals, glaube ich. Doch, stimmt. Ach, ich habe vergessen. Gut, Leute, aber ich werde in der nächsten Folge machen. 40 Minuten, das sind genug. Wir sind zu der nächsten Folge zu Nioh übermorgen oder so. Ich weiß nicht, wann die nächste Folge kommt. Falls ihr das andere Video nicht gesehen habt, ihr wisst ja, ab nächster Woche kommt dann jeden Tag Nioh. Das wird ganz schön viel aufnehmen für mich, aber es wird schon klappen irgendwie. Haut rein, bis dann und ciao.